Ich kann nicht mehr ohne sie leben. Jeden Tag muss ich mir gedenken, warum tat sie das? Warum? Weiß man schon, wie das passiert ist? Selbstmord, sagt man, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum. Es zerfrisst mich. Es war alles gut. Mit der Firma alles gut. Sie wirkte so glücklich, so zufrieden. Ja, du warst geschäftlich unterwegs, ne? Ja. In Amsterdam. Das werfe ich mir jeden Tag seit dem Tod hier vor. Warum war ich nicht selber? Bin nicht für sie da. Dafür kannst du nichts. Aber ich mache mir vor. Ich weiß. Wir waren ja auch alle drei Freunde, ne? Ja, dich hat das noch tiefer getroffen, weil das deine Freundin war. Ja, ich bin niemals mehr so angenehm wie sie. Ich habe noch ein kleines Vorstellungsgespräch. Ja, das würde mich ja freuen, wenn das für dich jetzt auch aufwärts geht. Lange Zeit nichts gehabt. Ja. Ich werde dich im Laufenden halten, würde dich anrufen und sagen, wie das gelaufen ist. Das macht gut, danke. Hier war ich. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, hallo Sultan. Du, es geht mir nicht auf den Kopf. Ich muss nochmal an den Ort zurück, wo sie gestorben ist. Ja, ich würde gerne mitkommen. Nur, du weißt ja meine Situation. Und ich habe heute von einem Fährmann einen Anruf bekommen. Ich muss da leider hin. Und ich glaube, das kann ich nicht absagen. Tut mir leid. Ich schau mal, was mich da machen lässt. Hallo? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sehen so verloren hier aus. Entschuldigung, hallo. Oh! Was? Nein, bitte! Die blöde Mailbox. Sultan, bitte, komm schnell in den Wald. Mir ist was Fürchterliches passiert. Bitte beeil dich. Eine ausgedachte Geschichte, weil damit... Ausgedacht? Na, als ob ich sowas erzählen würde. Natürlich nicht. Ich wurde mit einer Waffe bedroht, hast eine fürchterliche Maske auf. Was? Du hast gerade eine Freundin verloren. Und du weißt nicht, wie sie gestorben ist. Das ist klar, das macht dann Nerven, das mit dir durch. Das geht mit dir durch, weil du vielleicht irgendwas gesehen haben magst. Das geht nicht, das gibt's nicht, glaub mir. Also, ich glaube nicht, dass ich mir das eingebildet habe. Komm jetzt mal runter. Gehen wir erstmal ein Stück, ne? Wo willst du denn jetzt hin? Ich muss raus aus dem Wald hier. Denkst du, ich will noch länger hier bleiben? Was ist denn dieser Wald? Du glaubst doch nicht, dass es hier spukt und nein, Spuk hat hier, ich wurde hier bedroht. Na komm, lass mal ein paar Schritte gehen. Ich glaub, es tut dir gut, mein Freund. Ja, dann habe ich dich sofort angerufen, natürlich. Genau, ich war auch da. Und dann ist er. Ich habe es natürlich nicht gesehen. Nein, weil, ich weiß nicht, irgendwas muss das mit mir zu tun haben. Oder vielleicht mit Sandra noch oder so. Hat er denn irgendwas über Sandra gesagt? Nichts. Du bist einfach weggerannt? Ich meine, Sag mal, wie lange willst du eigentlich noch hier den Unschuldigen spielen, ne? Und einen auf, ach ja, ich will dir ja nur helfen und so machen. Ich meine, ich will dir auch helfen. Du bist so ein mieses Arschloch. Ich weiß auch ganz genau, nein, was so, da lief. Ich fand Sarah das schon immer geil. Gib doch ruhig zu. Nein, fand ich nicht.
Das war nämlich so, als du in Amsterdam warst. Mhm. Und ich habe sie angerufen und sie gebeten, dir auszurichten, dass ich einen Job suche. Und sie sagte, gut, sie will mit dir reden, aber anscheinend hat sie es ja nicht. Es reicht mir jetzt mit dir hier.